Seit einigen Tagen erreichen uns beunruhigende Nachrichten, erneut aus Europa, aus dem Norden Kosovos. Einige von Ihnen erinnern sich, vor bald 24 Jahren hat die NATO, Deutschland war da vorne dran, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien begonnen. Die Erklärung war damals vom Außenminister Joschka Fischer an die deutsche Öffentlichkeit, man müsste ein zweites Auschwitz verhindern. Ein Beweis für diese grausamen und wirklich schlimmen Unterstellungen ist Joschka Fischer und die Grünen bis heute der deutschen Öffentlichkeit schuldig geblieben. Das Ergebnis ist aber, jetzt bald 24 Jahre danach, dass ein Staat zum Teil zerschlagen wurde und ein künstlicher Staat geschaffen wurde, in der eben nicht alle in Frieden leben können. Dass Roma unter anderem, ich unterstütze seit Jahren eine Familie, nicht zurück ins Kosovo ziehen können, um dort im Frieden zu leben. Im Norden Kosovos droht die Situation gerade zu eskalieren. Der Präsident Serbiens Vucic möchte gemäß der Resolution 1244 von 1999 der Vereinten Nationen darum bitten, Truppen zu entsenden. Und Frau Baerbock, statt sich darum zu bemühen, zu vermitteln und nicht eben der Linie eines Josef Fischer zu folgen, stellt sich erneut, und sie sagte doch einst, sie sei eine Völkerrechtlerin. Gut, sie hat es später ein bisschen geändert und in Public International Law umformuliert. Aber Frau Baerbock erweist sich auf Twitter öffentlich erneut nicht nur im Trampolinspringen als eine regelrechte Akrobatin, sondern auch in der Auslegung des Völkerrechts. Aber einseitig Stellung zu beziehen und zu behaupten, mit der Verlegung von Kommunalwahlen sei die Regierung in Pristina den Serben im Norden Kosovos entgegengekommen, lässt einen dann zum Teil weg, dass in der Nacht zuvor etwa 350 Sicherheitskräfte eine massive Eskalation begangen haben. In vier Orten im Norden Kosovos einmarschiert sind, Durchsuchungen gemacht haben und unter anderem einen ehemaligen Polizisten festgenommen haben. Was Frau Baerbock und viele hier auch nicht erwähnen ist, dass seit der Wahl Kurtis 2019 dieser alle diplomatischen Beziehungen zu Serbien im Gegensatz zu seinem Vorgänger abgebrochen hat. Dass unter anderem zum Beispiel seit 2013 ein Brüsseler Abkommen besteht, das in den Regionen unter anderem, wo die mehrheitlich serbisch bewohnt sind, die Bildung einer Union bei Wahlen erlaubt. Kurti hat ganz klar an dieses Abkommen eine Absage erteilt. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist wichtig, nicht nur vom Völkerrecht zu reden und es zum Beispiel bei der Ukraine einzufordern, aber selbst hier mit einer Doppelmoral voranzugehen und woanders ganz anders auszulegen. Es gibt nur ein Völkerrecht. Das müsste eigentlich Frau Baerbock genau wissen. Und das Völkerrecht darf nicht politisch beliebig missbraucht werden. Es gilt nicht nur für die einen, weil sie eben politisch einen in den Kram passen und für die anderen nicht. Deswegen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist ganz wichtig. Die Menschen auf dem Balkan haben schon viel Grausames erlebt. Nicht noch weiter Öl ins Feuer zu gießen, sich dafür einzusetzen, nicht einseitig hier Partei zu beziehen, sondern dass die Menschen in Frieden leben können. Und an diejenigen von euch, die mir nach diesem Video wieder widerliche Vergewaltigungsfantasien meinen zu schicken, Drohungen, Beleidigungen oder Fake News sogar über meine Herkunft verbreiten, dass ich angeblich Serbin sei. Nein, es stimmt nicht. Lassen Sie es, denn ich werde alles davon zumindest melden oder sogar zur Anzeige bringen. Und es bringt auch nichts, weil es zeigt dann eigentlich, dass Sie auch diejenigen sind, die sich nicht für Frieden im Kosovo einsetzen wollen, sondern diejenigen sind, die eben diese Eskalation weiter vorantreiben. Für mich ist es wichtig als Linke, das Völkerrecht zu achten und sich für den Frieden einzusetzen, auch im Kosovo.